tot! Alter Alter Schwede. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Death's Door. Hier spielen wir eine Krähe, die Seelen einfangen soll. So, da haben wir einen alten Herrn getroffen, also einen alten Vogel, der die Todestür uns vorgestellt hat. Und leider Gottes hat er uns verhindert, dass wir die Seele zurückbringen können. Das heißt wiederum, wir werden sterben. Der einzige Ausweg ist, dass wir jetzt die drei großen Seelen finden können, die unser alter Mann vorgeschlagen hat, um eben das Todestor öffnen zu können, um die Seele wieder zu bekommen. So. Jetzt sind wir auf der Suche nach der Hexe als allererstes. Wir gehen einfach mal rein und schauen mal, ob wir die Hexe auf die Schnelle finden können und ob sie uns den Tod bringt. Ich hoffe natürlich nicht. So. Wir haben auf jeden Fall den normalen Schlag als Nahkampfangriff. Wir haben einen aufgeladenen Schlag. Und natürlich noch einen Bogenschuss. Den will ich jetzt nicht zeigen, weil ich habe 4 Schüsse. Aber jetzt kann ich ihn zeigen. Zack. So, neuer Gegner. Was macht er? Angriffe erstmal kennenlernen. Der springt auf jeden Fall. Ja, mit Springen kannst du keinen Kampf gewinnen, ne? Weiß ich was. So. Hier ist ein Schalter. Öffnet wahrscheinlich die Tür da unten. Oder macht das. Aber hier kann ich auf jeden Fall auch noch was zum Leuchten bringen und dann soll ja die Tür aufgehen. So, die Frage ist, was ist jetzt hier? Seele. Seht ihr, deswegen lohnt es sich jedes Mal, alle Räume auf jeden Fall zu erkunden. Nicht, dass man sowas Wichtiges vergisst wie das hier. Weil die Seelen brauchen wir, um unsere Fähigkeiten verbessern zu können. Dazu müssen wir halt wieder zurück in die Base, aber das klappt. Alter, das sieht aus wie, ganz ehrlich, ich glaube, das wird so ein Boss sein. So ein brennender, kopfloser Typ. Aber naja, was soll's. So. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Aufzug. Es geht in den Keller. Es geht weit in den Keller. Sehr weit in den Keller. Ich glaube, da gibt es nichts. Ja, Sonnenlicht können wir noch sehen. Grafisch cool. Kann man nicht sagen. Bin ich doch wieder draußen. Okay. Gibt es hier irgendwas in den Büschen? Nö. Immer auf der Suche nach Collectibles. Nach irgendwelchen Secrets. Aber ich habe ja schon... Man kann hier wirklich was sammeln. Man kann hier Fragmente sammeln, die im Nachhinein meine Leben erhöhen. Davon brauche ich 4 Stück. Eins habe ich bisher gefunden. Das heißt, es fehlen logischerweise nur noch 3. Nur noch. Keine Ahnung, wo die zu finden sind, aber ich suche einfach mal. Beim letzten Mal habe ich einen Schrein angebetet und dann hat es geklappt. Ob das immer ein Schrein sein muss, keine Ahnung. Vielleicht bin ich es auch irgendwo in einem Busch versteckt oder in einer Kiste oder keine Ahnung wo. Es ist irgendwie zu ruhig hier. Das gefällt mir nicht. Okay, hier ist eine Teekanne. Hier, die 2 sind leer. Hier gibt es jetzt nochmal ein Rätsel. Eins ist kaputt. Hier liegt nichts, okay. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert und ich muss einfach nur nach vorne laufen. Irgendwas versteckt unter dem Blätterhaufen? Nö. Nö. Ich frage mich, was man mit diesen anfangen kann. Ich muss auch irgendwas bringen, aber keine Ahnung. So, das kann ich hier lesen. Verbrenne deine Waffen und verbreite Freude. Ah, wie bei Immortals Phoenix Rising wahrscheinlich einfach durchschießen. Ja, Frage geklärt und Lösung gefunden. Aber es geht nur mit dem Bogen, ne? Also die Weapon kann ich nicht anzünden. Okay, das heißt, die Rätsel, die werden jetzt ein bisschen komplexer, logischerweise, weil wir müssen schauen, wie wir jetzt die ganzen anzünden können. An sich, ja, Rätsel. so schwer ist es jetzt nicht. Ich denke mal, ein Schuss hier, ein Schuss da. Rätsel gelöst. Wow. Verrückt. Ja, ich denke mal, es wird noch schwerer. So, Gegner gibt es hier komischerweise keine, was mich echt wundert.
Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man diese Türen aufmacht, die eben so leuchten. Oder Steine. Wohin geht's hier? Hier geht es zur Villa der Urnenhexe, okay. Ist ja schön, dass alles ausgeschildert ist. Was ist das hier? Sieht für mich aus wie Teleportation, aber kann ich nicht nutzen. Vielleicht ein andermal. Wobei ich schon cool wäre, wenn ich die Seelenenergie bekommen würde. Naja. Okay, da hinten ist auch nochmal ein Weg, muss ich mir merken. Was ich dann dort sein sollte, dass ich die Seelenenergie nicht vergesse. Endlich komme ich wieder zur Base zurück. Weil ganz ehrlich, das dauert ja ewig, bis man hier wieder zurückkommt. Okay. Muss mir halt merken, wo die ganzen Türen sind und wo ich da überhaupt rauskomme. So, ich kann jetzt auf jeden Fall Fähigkeiten verbessern. Das ist schon mal sehr gut. Frage ist, was verbessere ich? Aber da ich überwiegend da ich überwiegend Nahkampf einsetze, hole ich mir auch das. Stärke. Reichweite verstärkt und Kraft verstärkt. Den Schaden. Hilft vielleicht für den Boss auch ein bisschen. Den nächsten. Der letzte Boss war echt nicht ohne. Alter Schwede. Der hat mich echt fast freck gemacht. Gerade so mit einem Leben überlebt. Ich meine, klar, wir haben nur 4 Leben, aber nichtsdestotrotz. Das ist schon... Naja. So, da komme ich wahrscheinlich wieder nicht hin. Was ist das hier? Das ist ein Gegner. Oder ist es der... Das ist kein Gegner. Das ist ein Kochtopf. Oh, sei gegrüßt, du schnabelnasiges Wesen. Eigentlich so, das sieht man wirklich nicht oft auf diesen Inseln. Gewiss bist du hier, um eine Seele zu holen. Aber hoffentlich nicht meine. Wie dem auch sei, offenbar haben sich unsere Wege zur rechten Zeit gekreuzt. Mag dir auffallend sein, dass ich mit einem ungewöhnlichen Fluch behaftet bin. Sehr unangenehm. Das. Ich werde mich nicht aufgrund der Form meines Kopfes, sondern aufgrund des Nährwerts der darin befindlichen Suppe. Hm. Der Topfkopf. Der Topfkopf, Alter. Doch wo bleiben meine Manieren? Ich bin hocherfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Schnabelnase. Topfkopf. Es hat den Anschein, dass meine Reise zum Schildstand gekommen ist. Es ist mir nicht gelungen, die von mir liegende Barriere zu überwinden und die eisernen Tore aufzuschließen. Wenn du mir helfen könntest, dieses Problem zu lösen, stünde ich tief in deiner Schuld und wir könnten den Weg fortsetzen. Gemeinsam. Wollen wir erstmal Suppe essen oder wie schaut's aus? So schon auf siegenden Toren und nicht durch den Laternen dieselbe umgeben. Okay, ich muss Laternen anmachen. Kann ich gerne machen. Hier ist ein Fire. Ich schaue mich einfach mal um, was es hier gibt. Das ist die Frage, was ist das hier? Okay, gelöst. Problem gelöst. Ich weiß, was es ist. Das sind, wie ihr gesehen habt, explosive Fässer. Erwische ich den von hier? Nein, das wäre auch ein bisschen zu leicht. Ich habe gedacht, ich bin stärker, aber irgendwie brauche ich immer noch 3 Schläge. Na, was los. So, sieht mir hier nach einem Secret aus, ganz ehrlich, aber ich kann aktuell noch nichts damit machen. Da brauche ich nochmal eine Tür. Ist das hier? Ein Bogenschütze, alter Schwede. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Jetzt ein bisschen... Ja, jetzt bin ich schlauer. Magier ist hier, okay. Super Schlag. Zack, Alter, seine Rolle. Habt ihr es gesehen? Er rollt sich weg, wie sonst was. So. Ja, das war Risk. Aber die brauchen auch echt ewig, bis sie überhaupt mal schlagen können. Lesen. So. Der Garten des Friedens. Kann ich das eigentlich auch nehmen? Nö. Aber ich kann das nutzen, um den zu töten. Ja, so schlau bin ich auf jeden Fall. So, das heißt wiederum, ich kann... Auch das nutzen, um den zu töten. Zack. Deswegen, Leute, arbeitet nicht härter, arbeitet schlauer. Sehr weiser Spruch, weiß jeder. So, ja, ich weiß. Ich weiß. Kriege ich sogar fast mit einem Schlag hin.
kann ja nichts machen, ne? Der ist ja gestunt. Also das ist halt hier echt gut. Bogenschütze ist auch mehr schlecht als recht. Also bisher waren wirklich nur die Bosse wirklich anstrengend. Die normalen Gegner sind eigentlich human. Finde ich persönlich. So, das machen wir jetzt hier auch auf. Okay, das ist der Weg zurück. So, grafisch finde ich es echt cool. Musik ist auch cool. Auch Spiele, die gar keine Musik haben. So wie das Spiel, das ich aktuell auch spiele, Black Skylands. Das hat wirklich nur minimale Musik. Wow, 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 das war knapp. So. Ah. Verprügel ihn einfach. So, gut. Genau, Black Skylands hat wirklich nur... hat gereicht. Hat nur sehr wenig Musik. Finde ich ein bisschen schade, weil die Musik macht wirklich viel aus. Und das hier erinnert mich auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das Meisterstück Ori kennt, aber es war auch wirklich sehr schön. Vor allem auch musikalisch war es echt ein Meisterwerk. Kann man echt nicht sagen. Hebel drücken. Okay, Feuer entfacht. Tür ist offen. Das heißt, wir müssen noch die andere Seite entfachen und dann öffnet sich auch die Tür. Okay. Das machen wir natürlich hier. Aber die Frage ist, wie komme ich eigentlich dahin? Ja, wahnsinnig, kann ich da durch. Cool. War jetzt eher zufällig, aber okay. So, Samen habe ich jetzt 2. Das ist natürlich die Frage, komme ich hier weiter? Nee, ne? In den Versteck hier? Nö. Hier ist auch Schluss. Das heißt, wir müssen woanders hingehen. Da komme ich auch nicht durch. Da komme ich wahrscheinlich dann am Ende raus. Das heißt wiederum, ich kann nur hier nach links gehen. So, hier sind wieder Rätsel mit Feuer und Flamme. Frage ist für mich jetzt, laden sich meine Pfeile überhaupt so schnell auf? Ich habe schon mal ein Secret entdeckt. Ich kann hier reingehen und hier durch, da hoch. Beziehungsweise ich kann sogar... Ich mache das jetzt, bevor ich es vergesse. So, hier, weil hier kann ich die Seele holen. Wie gesagt, immer gut für die ganzen Upgrades. So, Seele genommen. Reicht nicht ganz für eine Verbesserung. Ich brauche 400. Das heißt, mir fehlen noch 53. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, was ist hier? Umgeworfene Statue. Tatsächlich diese Felder hier auf dem Boden und auch das Kreuz hier, das Relikt. Das ist 100% ein Teleport, den ich jetzt noch nicht einsetzen kann. Wahrscheinlich kann ich dann schweben. Hier gibt es einen Luftstoß, der mich dahin bringt. Von hier kann ich mich dann teleportieren, wahrscheinlich dahin. Oder keine Ahnung, woanders hin. Aber alles nur Spekulationen, das sehe ich leider erst im späteren Verlauf des Spiels. So. Wir müssen jetzt in erster Linie mal das hier anzünden. Gegner, okay. Macht Sinn, ich brauche die Gegner, damit ich Pfeile habe. So, du noch, auf Wiedersehen. Gut mitgedacht. Habe ich jetzt beide angezündet? Nö. Okay, ich muss hier gar nichts mehr anzünden, ich muss das hier anzünden. Dann öffnet sich das Tor, perfekt. So, das Tor bleibt jetzt erstmal zu, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir können auch nur jetzt hierher gehen. Aber hier muss ich auch schon die Kette fortsetzen. Aber wahrscheinlich kommen jetzt wieder Gegner. Damit ich logischerweise meine Pfeile... Ach, das ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Rollen und Schlagen. Weil dann muss ich ja... Also ich denke, mit Controller geht's. Aber mit Tastatur ein bisschen schwierig. Ich habe halt nur die 4 BASD-Knöpfe. Und da bin ich leider nicht ganz so... genau was Richtung angeht. Was für so einen normalen Scheiß reißt logischerweise aus, ne? Das war knapp. Das war am knappesten, aber leider daneben. So, Magier, du bist der Letzte. So, ich glaube auch komplett Scheiße verfehlt. Ganzen Tag gekämpft für nix, weißt. So, ich bin auch tot. Ich muss echt mal schauen, dass ich mich dann irgendwo heile. Samen habe ich ja genug, deswegen daran soll es eigentlich nicht scheitern. Brauche ich halt nur noch so einen Topf. Ja, da ist der Topf. Problem gelöst, lesen. Der Garten der Freude. Ja, ich glaube, ich mache wirklich hier ein bisschen Heilung, weil
Nicht, dass ich dann aus Versehen getötet werde. Scheiße, das war ein verschwendeter Pfeil. So, das heißt wiederum, das Töten und hier das Feuer übernehmen. Dann kommen wahrscheinlich Gegner, weil ich brauche dann... Oder es kommt nichts. Und ich habe nur noch einen Schuss. Also jetzt müssen Gegner kommen. Dankeschön. Die Schüsse müssen sich ja logischerweise aufladen. Sonst kann ich ja nichts mehr machen. So. Das war's. Und Rätsel ist abgeschlossen. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch das Ganze... So, eigentlich das letzte Feuer aktivieren und das war's ja eigentlich schon. So, da komme ich nicht hin. Das sind irgendwelche wieder. Warte mal, da ist der Hebel. Schau ich mal, ob es hier noch was gibt. Ja, hier gibt es noch einen Samen, sodass ich mich dann nochmal heilen kann. Ich habe zwar schon einen, aber zwei Schaden nie natürlich, ne? Das ist auch klar. So, Hebel aktivieren, Feuer anmachen. Und das heißt, der Weg ist frei, damit ich mit dem Topfkopf. Mit dem Topfkopf weiter entlang laufen kann. So. Hurra, jetzt ist es uns möglich voranzuschreiten. Mein getreuer Kamerad. Zunächst aber wollen wir uns einen Augenblick der Ruhe gönnen. Komm, nimm neben mir Platz. Ehrlich, jetzt heilt er mich. Wie ich zu Anfang unserer Begegnung erwähnte, erinnerte mein Erscheinungsbild ehemals keinesfalls an Kochgeschirr. Diesen unziemlichen Fluch habe ich der boshaften alten Dame zu verdanken, die in der Villa jenseits dieser prachtvollen Gärten residiert. Ich gehe davon aus, dass du ihretwegen hier bist, nicht wahr? Gewiss ist ihre Seele prall geschwollen und erntereif aufgrund ihrer unnatürlich verlängerten Lebenszeit. Ich trachte lediglich danach, die alte Hexe zu konfrontieren und aufzufordern, ihre keramische Miesetat rückgängig zu machen, damit ich wieder so stattlich aussehe wie zuvor. Ich galt einmal als ausgesprochen gut aussehend. Ja, jetzt siehst du aus wie ein Kochtopf. Du Topfkopf. Möchtest du Suppe? Dann eben nicht. Lass uns weiterziehen. Ich hätte schon super genommen. Wieso auch nicht? So, lesen. Einige Projektile kannst du mit einem Schwertschlag abwehren. Okay, ich denke mal, das werde ich für die Hexe brauchen. Ich denke mal, die wird schießen und... Cool. Die Hexe wird wahrscheinlich solche Kugeln schießen und ich werde sie höchstwahrscheinlich abwehren müssen. Also gehe ich mal davon aus. Nein! Was? Ist er betrunken? Alter Schwede, ne? Ehrlich, zwei Leben an solchen zwei kleinen Mobs verschwendet. Das ist ja... So, zack. Das ist aber nicht so stark, der Schlag. Nein! Du kriegst mich nicht. Und ihr kriegt mich auch nicht. Vielleicht soll ich mal echt ein bisschen vorsichtiger hierher gehen. Ich kann nicht vergessen, das schlägt immer in die Richtung, in die ich sag, du bist tot. So, du kannst mich da normalerweise nicht erwischen, oder? Nee. Okay, nicht mal du kannst hier durch Wände schießen. Du musst hier aufpassen, lesen. Korrekt. Ist auf jeden Fall die Villa der Hexe. So. Gut gelesen. Hat es noch gereicht. Muss echt aufpassen, dass ich mich vielleicht vorher heile, bevor ich überhaupt zur Hexe komme. Das ist ein bisschen. Whoop. Das war auch knapp. So. Hm, da ist was. Auf jeden Fall. In der Box war noch nie irgendwas drin. Sonst sind die einfach nur als Deko da oder. Oh Gott, da ist ein Boss. Also da ist auf jeden Fall ein Boss. Wenn ich mich davor nicht heile, schwierig. Da, alter Schwede. Alter Schwede. Also da habe ich jetzt ein bisschen Respekt. Alter, das ist voll das Viech. Ja, ich muss mich schon heilen, glaube ich, bevor ich den attackiere. Zwei Leben ist halt echt wenig, ne? Ja, wo war hier nochmal eine Pflanze? Hier. Ja, bleibt dann nichts anderes übrig, ne? Muss man dennoch aufpassen, dass ich nicht ganz viele Leben verliere, weil ich weiß nicht, ob ich mich dann nochmal heilen kann oder nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall hier zum Boss. Was ein Wunder!
Boah, scheiße, Alter, der greift ja schneller an als gedacht. Der gibt mir zwei Schläge schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der macht immer drei Schläge. Zwei und drei, okay. Okay, jetzt macht er vier, jetzt macht er fünf, jetzt macht er keine Ahnung wie viel. Alter Schwede, ich weiß nicht, wie viel er macht. Ich muss auf jeden Fall mal versuchen, ein bisschen außen rum zu laufen. Ja, ja. Aber der ist gar nicht mal... Tot! Alter Schwede. Der haut aber auch drauf. Du hast keine Ahnung. Du kannst irgendwie auch nicht abschätzen, wann der jetzt wirklich zuschlägt und wann nicht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Bin ich komplett am Anfang, ne? Genau, wo ich... Ich frage es jetzt auch, das ist eigentlich mal gut zu wissen. Ist jetzt alles wieder restored? Ja, ne? Anscheinend. Das heißt, alle Gegner sind wieder da. Anscheinend. So, alle Gegner da. Das heißt, der ist logischerweise auch wieder da. So, den knüpfe ich mir als erstes vor, weil der hat mich genervt. Lass jetzt nicht durchgehen. So, ich hab gesehen, er macht Superattacke. Am Anfang. Er kommt auf mich gesprungen. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ihr seht, der haut so. Vor allem, ich kann dann ja nicht mal so schnell ausweichen, wie der wieder zuschlägt. Alter Schwede, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade einfach zu blöd anstelle oder. So. Ich glaube, ich laufe einfach im Kreis und töte ihn dann so. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Warum? Der haut mich jetzt schon tot. Warum? Ich bin doch schon tot. Aber ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt wirklich ein bisschen blöd angestellt. Also... Dass man das erste Mal verliert, okay, aber jetzt beim zweiten Mal ist es eigentlich schon fast peinlich. Ich glaube jetzt bei dem auch einfach durch. Da unten liegt was. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal aufsammeln kann oder nicht. Ich scheiße jetzt auf alle Gegner und ich gehe direkt zu ihm. Weil der nervt mich eigentlich am meisten. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich muss einfach immer ausweichen, wenn er schlägt. Dann kann ja nichts passieren. Genau. Warum macht er vier Schläge, hä? So scheiße unberechenbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wann das schlägt. Ich weiß echt nicht, wann das schlägt. Der macht manchmal zwei Schläge, manchmal macht er drei Schläge. So, jetzt habe ich nur noch. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt durch die Pfeile töten. Gott sei Dank. Alter, er ist aber echt unberechenbar. Kannst du sagen, was du willst, aber so einfach ist das gar nicht. Sieht einfach aus, aber ganz ehrlich, das ist. So. Die Seelen habe ich mir redlichst verdient, muss ich tun. Die Frage, wo gehen wir hier hin? Noch was? Brauche auf jeden Fall Leben. So. Gegners. Okay. Damit ich Pfeile habe, damit ich hier Rätsel lösen kann. Macht Sinn. Macht Sinn. So, mehr Gegner, damit ich mehr Pfeile habe. Wow, wow, wow. Jetzt muss ich echt aufpassen. Irgendwie rollen die alle gegeneinander, aber auch gegen mich. So, ich muss mich echt mal auf einen konzentrieren. So. Und der letzte. Sehr gut. Also der letzte von denen auf jeden Fall. Kommt natürlich jetzt noch mehr von denen, ne? So. Ich versuche jetzt mal alle zu erwischen, damit sie überhaupt nicht angreifen können. Ich glaube, einer ist schon tot. Ja. Okay, einer ist tot. Und der andere ist auch kaputt, finito. So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Aber auf jeden Fall gibt es hier viel zum Anzünden. Wie ich das merken kann. So. Hier ist ein Hebel. Das aktiviert wahrscheinlich irgendwo ein Feuer.
Oder es aktiviert irgendwo ein Tor. Okay, hier kann ich nicht hin. Das kann ich auch nicht anmachen. Das ganze Feuer, die ganzen Feuerschalen auf jeden Fall. Der Weg ist jetzt frei geworden, aber was bringt mir das? So, Blätterhaufen. Hier ist nichts, okay. Ich laufe einfach mal der Brücke entlang. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich rauskomme. Normalerweise müsste es ja hier die Villa sein. Ja, irgendwo. Ach, seine Schüsse kann ich auch abwehren. Das ist natürlich auch cool. Kann ich seine Schüsse auch abwehren? Das wäre natürlich gut zu wissen. Ich probiere es aus. Risk. Seine Schüsse kann ich nicht abwehren. Sprich, also nur die Kugeln vom Magier kann ich abwehren. Seine kann ich nicht abwehren. So, naja, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Muss ich auch nicht vorher. Was macht er eigentlich, wenn ich ihn, wenn ich seinen Panzer töte? Nichts mehr, ne? Ja. Nein! Hey, Scheiße! So, entweder wird es echt schwerer oder ich werde einfach immer unvorsichtiger. So, den habe ich jetzt ein bisschen abgeschickt. Der pausiert kurz. So. Wird echt schwerer. Oder ich werde schlechter. Eins von beiden. Was ist das? Neue Weapon? Sieht wie eine neue Waffe aus. Du hast Streunerdolche gefunden. Diese Klingen können einem Gegner schnell Schaden zufügen. Eine einschneidende Maßnahme. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihnen ausrüsten. Okay. Waffenmenü? Waffen. Okay. Wie bei Zelda. Ha! Schaden 1. Schwünge 3. Reichweite 2,5. Schwungzeit 0,4. Okay, das ist weniger, hat mehr Schwünge, Reichweite logischerweise geringer. Ja, komm, wir probieren es mal aus, oder? Ich kann 6-mal schneiden. Aufladen geht dennoch. Bogen habe ich ja sowieso. Auf rechte Maustaste, okay. Jetzt habe ich neue Weapon gefunden. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber. Ja, normalerweise, naja. Ausprobieren, sowas kann man nie wissen. So, jetzt muss ich ja wieder hier sein. Da bist du, mein Freund. Ich würde eine prächtige Statue abgeben, findest du nicht? Ja, Topfkopf. Hier sind wir jetzt also. Dieses Gebäude sieht nicht weiter gefährlich aus. Es hat fast schon etwas Beruhigendes. Und dennoch, sei stets auf der Hut. Dort drin erwarten uns ungeahnte Gefahren. Jetzt wollen wir in den Abgrund des Abenteuers tauchen und uns in den Rachen der Bestie begeben. Gemeinsam. Nein, danke. Ich will noch ein bisschen den Garten hier erforschen und dann... Dann können wir von mir aus in den Garten rein. Okay, sind mehr Gegner als gedacht hier. Okay. Ja, ich habe Angst. So. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Schwert war besser. Das Schwert war, glaube ich, wirklich besser. Kann ich das auswählen? Ja, ich kann es auch nicht so. Da bleiben wir beim Schwert. Sieht auch cooler aus. Das war knapp, aber... So. Alles erledigt, kein Problem. So, naja. Jetzt haben wir schon mal die Hälfte des Gartens absolviert. An dieser Stelle würde ich auch die Folge beenden. In der nächsten Folge schauen wir uns den restlichen Garten an. Das zum einen. Und zum zweiten, wir betreten die Villa und suchen nach der Hexe mit unserem neuen Freund, dem Topfkopf. Also seid beim nächsten Mal auch dabei und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!